Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. Und ja. Gerade einmal komplett durchgeportet. Nice. Neu hingeportet, um was zu farmen. Und Schnieke. Geht schon wieder die nächste Verteidigung los. Das hier wird aber jetzt die letzte Folge. Das heißt, wenn der Bagger in 19 Minuten circa fertig ist, dann werden wir auch so langsam die Folge beenden und auch die Aufnahmesession. War jetzt recht lange. Liegt aber eher daran, weil ich was ausprobieren wollte. Oh, hinten haben wir sogar noch verbrannt gehabt. So, gucken wir erstmal, was wir jetzt da an Hemlock Holz haben. Und für eine gesamte Runde Westtech reicht das leider nicht. Wo schießt er denn aus? Von oben. Und jetzt habe ich nicht drauf geachtet, was es war. Na super. Ja, notfalls beanspruchen wir wieder. Ist ja nicht das Ding. Gehen wir ein Stück zurück, wenn wir nicht selbst verletzen. Ich und mein Nachladesyndrom. Nee. Da unten. Geil, nehmen wir noch ein bisschen Holz mit. Schaden tut's nicht. Und überladen sind wir eh. Da bist du. Mich würde langsam interessieren, was ich jetzt wirklich mal an Knochen zusammengesammelt habe. So oft, wie ich eigentlich Supermutanten mache. Na, schauen wir erstmal hier hinten nochmal durch. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4. Oh. Für die 5 hatte ich schon wieder nachgeladen. Mist. So, auf jeden Fall kriegen wir nochmal gut ein bisschen Schießpulver. Und auch so ein bisschen Stuff hier. Ich höre doch noch ein Schießen. Wo bist du? Zeige dich. Sei kein Feigling. Na, kaputt machen können wir gleich immer noch. Nee, ich bin keine Schleichratte. Ich bin die Stahlmaus. Ich sammle mir meinen Stahl zusammen. Pieps, pieps. So, nochmal Holz. Eieiei. Hälfte bald erreicht. Mit bald meine ich so in nächstes Jahr. Na, ich? Der Bull Turtle. Der mit dem Revolver in der Hand. So. Ja, ja. Stimme ich voll und ganz zu. Du musst mir nur sagen, wo du bist. Dann hätte ich es leichter. Verstehst? So, nochmal Vorkriegsgeld. Sehr schön. Hier haben wir nochmal eine Schreibmaschine. Ein Lasergewehr. Auch schön. Verteidige Mount Blair. Das habe ich mir schon gedacht, dass das jetzt gleich nochmal kommt, wenn wir hier voll überladen sind. Ja, und bei Westtech werden wir jetzt gerade mal mit Huntersville fertig. So, circa.
Da haben wir noch einen. Na gut, die Verteidigung ist natürlich Pflicht. Machen wir erstmal alles kaputt hier. Kollege, gehen wir mal beiseite. Weil ich sagte gerade, die Verteidigung von Mount Blair ist Pflicht. Aber hier haben wir wenigstens jetzt gut Jagdgewehre. Ich weiß zwar nicht, wo ihr jetzt gerade herkommt, aber ihr eiert gerade hierher. So, jetzt bin ich wieder überladen. Schönen Dank. Habt ihr geschafft. Jetzt habe ich noch 17 Sekunden. Oha. Essen wir uns erstmal ein bisschen satt. Trinken einfach ein bisschen runter. Das wird heute nichts mehr mit Porten. Du dich nur verstecken, kleiner Mistfink. Ja, jetzt weiß ich auch, wo du bist. Dich hier unten hatte ich vergessen. Was? Hier unten ist keiner? Doch. Wollte gerade sagen. So, Kronkorken. Rest lasse ich erstmal da. Knochen können wir noch mitnehmen. So, jetzt nehmen wir das Lager. Wo haben wir's? Heute kein Kampf. Und raufreisen. Muss kaputt hauen. Oh nee, der ist sogar legendär. Das habe ich erst jetzt gesehen. Schnell raus hier. Wo ist er? Du bist es nicht? Du bist es auch nicht? Och Mann, ich muss Mount Blair verteidigen. Den Hund habe ich mal von seinen Leiden erlöst. Doch. So, dürfte noch reichen. Da war der Legendär. Nach oben. Schleichen uns hier in die Ecke. So. Und jetzt fix verteidigen. Ja, siehst du, nochmal einen legendären Gegenstand gekriegt. Nice. Gab's nochmal einen kurzen Respawn, so wie es aussah. Gut, jetzt müssen wir aber zusehen. Wir müssen auch nochmal den Bagger leer räumen. Mensch, die Zeit verfliegt manchmal, wenn man Fallout spielt. Schlimm. So, Hemlock Holt soll wieder. Ja, das kriegen wir hin. Angler. Na. Die habe ich nicht gesehen. Das machen wir gegen Ende hin nochmal. Sauber. So. Ah, jetzt bin ich wieder überladen. Zählen wir auch noch die 50 für 5 Minuten. Tricksen mit der Power kann ich nicht mehr, ne? Haben wir hier nicht eigentlich eine Verteidigung? Warum wird die mir eigentlich nicht angezeigt? Ach, repariere. Den haben sie mir schon in den Eimer gehauen. Muss ich aber Gas geben. Na, Poseidon möchte auch nochmal. Na, holen wir gleich nochmal alles im Anschluss einmal gemeinschaftlich ab. Jetzt müsste der Bagger eigentlich wieder arbeiten.
Und auch wieder Material sammeln. Jetzt muss ich bloß gucken, wie kriege ich mich noch portfähig? Weil ich bin ja wirklich am Überlast der Überlastung. Um nochmal alles mitnehmen zu können, muss ich ja wirklich irgendwie was wegpacken oder so. Und das Wahrscheinlichste wird ohne Rüstung sein. Na, ich muss eigentlich nur die 5 Minuten abwarten, dann kann ich schon wieder porten. Lassen wir nochmal ein bisschen was auf. Gegrillte Ameise. Wer macht mir hier aber eigentlich mein Bagger ständig kaputt? Ich glaube, Takt. Hört mal auf, meinen Bagger hier zu schroten. Und wer vor allen Dingen? Irgendwo was ganz unten. Ah, die Supermutanten mal wieder. So, nicht wieder totfallen. Jetzt zeigt er mir auch erst an, was es genau ist. Aha. So, aber ich kann ja wieder nichts liegen lassen und hier festhängen. Kann ich ja am besten. Na, komm, jetzt hoch da. So, euch schmelze ich da hinten auch noch weg. Wartet ab. Aus der Distanz, ja. Das kann ich auch. Und ich habe viel, viel, viel mehr Muni als ihr. Ja, Powerrüstung zurück. Und zack, bin ich wieder überladen. Müssen wir mal gucken, wie ich das nochmal hinkriege, dass ich mich nochmal portbereit kriege. Weil mit einem Ameisenlager werde ich das nicht komplett durchschaffen. Glaube ich nicht. Eins wäre da zu wenig. So, gucken wir jetzt mal die letzten. Schleich, 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 schleich. Ich hab das doch hier hinten schießen hören. Na, schieß nicht wieder aus 10 Kilometern auf die Dinger da hinten. Ich weiß, das geht, aber trotzdem ist unfair. Kommt bitte auch in den Bereich rein. So, dich nehmen wir als erstes weg. Weil du bist uns entgegengelaufen. So. Dich noch. Und dich. Und dann haben wir alle fertig. So, müssen wir mal gucken, wie ich mich jetzt nochmal portbereit zusammenkriege. Aber jetzt dürfte eigentlich auch keine Verteidigung mehr hier drauf sein. Dürft's gewesen sein mit Verteidigen. Warte mal, wir laufen jetzt auch mit über 100 Fusionskernen rum. Selbst mit sagt mal schnell Batterien habe ich halt ein Problem. Ja, ich wäre gerade noch supportfähig.
So, komm, ich hau mir faulheitshalber. Warum? Geizknüppel ist geiler. Ich port einfach oben hin und lauf zur Truhe. Weil jetzt gerade wirklich jedes Gramm zählt. Aber auch wirklich jedes. Kann ich hinten auch noch schon mal leer räumen. Da kann er in 4 Minuten noch mal ein bisschen was produzieren. So. Gut. Und dann gucken wir mal. Gehen wir jetzt noch mal alles einmal durch. Holen uns die Werkstätten wieder, die überrannt worden sind. Looten nochmal alles leer. Reparieren werde ich jetzt nichts mehr. Weil lohnt nicht und so. Aber jetzt können wir hier nochmal eine kleine Runde drehen. So, Stahl. Rüber. Damit wir das dann auch alles jetzt hier in Ruhe verlassen können. So. Hier nochmal. Noch mehr Wasser. So, jetzt den ganzen Käse einmal wieder hier rein. Denn auf zu Poseidon. So als vorletzte Station. Dann holen wir uns am Ende nur noch einmal den Bagger ab und dann passt das eigentlich auch. Wird zwar jetzt ein bisschen, langweiliges Ende, weil passiert jetzt nicht mehr viel, außer es knallt hier alles um einen herum. Was ist hier los? Dies ist ein Alarm aufgrund eines atomaren Zwischenfalls. Wurde das hier auch überrannt? Dies ist ein Alarm aufgrund eines atomaren. Egal, holen wir uns erstmal. Im Poseidon Energy Kraftwerk WV-06. Tatsache. Hat es einen kritischen Zwischenfall gegeben. Hä? Spezialteams sind unterwegs. Bleibt bitte drin und wartet auf weitere Anweisungen. Okay, ein bisschen merkwürdig. Egal, wir nehmen uns hier auch nochmal alles mit. Na komm, dafür nehme ich jetzt das Messerchen. Der ist schon tot. Der auch. Waren das jetzt hier nur Mischlinge oder was? Na gut. Nicht mein Problem. So, darf ich mit dem Schrott noch porten? Ah, du bist überladen. Nein, darf ich nicht. Und hier hatte ich noch nicht geupgradet. Hier ist jetzt die Kiste nicht drin. So, geil ist geil. Ich hole mir mal kurz das Überlebenden-Camp. Dürfte ich ja bald hier irgendwann platzieren. Hoffe ich mal. Hier. Und nimm einfach die Kiste. Wobei, das sind jetzt auch nur noch 3 Kilo gewesen. Ja gut, die haben aber ausgereicht. So. Der jetzt noch einmal Hemlock Holds zurückerobern. Die Angler ausmisten, die da sich jetzt noch in irgendeine Ecke verstecken. Und dann haben wir's. Okay, in irgendeine Ecke war ein bisschen untertrieben. Die direkt vor der Tür stehen. Und auch nicht gerade zu knapp hier. Eieiei. So, sehr schön. Ja, kriegen wir noch mehr Müll, den ich nicht mehr verwerten kann. Oh Mann.
So, hier haben wir alle durch. Dennoch. Wenigstens gibt es hier immer von Anglern übelst viel Kleber. Ja, ich lasse hier immer Müll zurück. Nee, das ist mir zu teuer. Ich will eigentlich nur den Robi reparieren, nein, aber ich komme da nicht ran. Dann kann ich auch nicht looten. Schade. Gut, dann ist mir halt einmal Robi entkommen. Ist jetzt nicht weiter schlimm. Dann machen wir aber noch Folgendes. Skills, blutigen raus, Duper rein. Und schmelzen noch einmal. Dann kriege ich da auch noch mehr in die Kiste. Oh, auch schon wieder ein bisschen Alu. Und ein bisschen Kupfer. Na, Kupfer ist nicht allzu viel, aber es geht. Kein Fleisch oder so verdorben. Schade. So, dann gucken wir mal, wenn wir das hier reinschmeißen. Ich bin im Schimmel. Eigentlich dürfte ich porten, aber ich habe da noch zu stehen. Nein, darfst du nicht. Ich kann nochmal kurz gucken, indem ich hier alles fertig koche. Glaube ich zwar eher nicht dran. Oh, jetzt mache ich das auch noch mit super duper, ich Idiot. Ja, das hat ja dann jetzt viel gebracht, nämlich gar nichts. Plus minus null. Weil duper ausgebrockt ist. Könnte ich noch irgendwas machen, um mich leichter zu kriegen? Ich könnte bestimmt noch eine Waffe ablegen. Ich könnte meine AK ablegen, dann dürfte es eigentlich reichen. Um zu porten. Ja. Gut, dann holen wir uns jetzt den Bagger ab als allerletztes. Und machen dann auch Feierabend für die Woche. Weil, wie gesagt, mein Mund ist auch ziemlich trocken. Wird Zeit, fertig zu machen. Gut, dann holen wir jetzt noch den Rest da hinten ab. Heißt, ich würde sagen, wir machen ab hier jetzt den Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession oder Folge, je nachdem. Hoffentlich wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.